Ja. Oh, jetzt sagt er sogar Sand werfen. Aber stattdessen krieg ich hier einfach nur auf die Nuss. Okay, jetzt laufe ich lieber weg. Lauf, lauf, lauf. So, Proviant, Proviant, Proviant. Lauf. Ruhig schon mal die Klinge ziehen. Die bleiben, laufen ja nur bis hierhin. Schon mal das Praktische ist. Oh, der läuft tatsächlich weiter. Wow, wo bin ich denn jetzt hier? Ich dachte, du lässt mich irgendwann in Ruhe. Jetzt lässt er mich in Ruhe. Okay. Gut. Er ist natürlich jetzt schön weit weg von seinem Kumpan. Das ist interessant, dass der einfach... Wie gesagt... Na, kommst du dran. Das ist auch interessant, wie er seine Aktion immer durchführt, obwohl ich ihn treffe, wenn ich getroffen werde, aber meine Aktion immer abbrechen. Ach, das ist so, die Kamera ist da raus, geht mir gerade ziemlich auf den Sack. Mach den doch platt, ey! Meine Güte. So. Haben Sie mir schon mal einen Speer erhalten? Nein, nicht laden. Drückst du zu schnell. Ja, war der absichtlich, ne? Dann zack. Ach, wolltest du speichern? Entschuldigung, jetzt habe ich geladen. Ach, ja, Spiel einen immer ärgern will. So. Jetzt können wir ja warten. Einen haben wir schon mal. Ich bin gespannt, ob der andere jetzt noch ein bisschen geschwächt ist. Sprich, Schaden genommen hat. Also einen alleine ist, glaube ich, echt nicht das Problem, wenn wir voll sind. Aber zwei sind halt irgendwie doof. Ja, spannend, was wir hier kriegen, außer die 200 Ruhm und die Speere halt. Ich finde irgendwie blöd, dass man die nicht plündern kann. Dass sie nie was dabei haben. Irgendwie fehlt da richtig was. Vor allem, wenn man jemanden im Zeitkampf besiegt. So. Dann noch der letzte. Zumindest von dem wir wissen. Ich weiß nicht, ob er noch tiefer hier reingehen kann. Auf jeden Fall war der wieder vollgeheilt. Ja, momentan macht er den besseren Job. Könnte knapp werden. So, geschafft. Ach, immer den falschen Knopf. So, ein Speer erhalten. So, was haben die jetzt hier bewacht? Ein Schalter. Ja, ich habe natürlich ein bisschen Angst um mein Leben. Ich denke mal zu Recht. Da sieht man auch schon nach so einer Falle da aus. Oh, so. Oder? Könnte das hier so eine Falle sein? Hier, da, diese Tür meine ich. Ein Ghoul. Der sieht aber auch echt eklig aus, ja. Cool. Hier an mich kaum
Guck mal, ich kann parieren, interessiert überhaupt gar nicht. Der Ghoul frisst mich trotzdem. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich meine, ich hätte ja auch weglaufen können und ich war natürlich nicht voll geheilt. Aber das kann ja eigentlich nicht so das Versteck von dem Typen sein, oder? Denn das Ghoul bewacht und diese zwei Typen. Am Rohstreich kannst du am Lagerfeuer braten, ja. Das wissen wir seit Gothic 1. Ich hatte voll Bock, auch die Gothic-Spiele zu spielen. Vor allem Nacht des Rabens, also Gothic 2 Nacht des Rabens. Das habe ich nämlich nur einmal gespielt, das Add-on. Hatte ich nicht Proviant gegessen? Da ist der Ghoul. Warten wir mal. Vielleicht kann ich auch einfach das Ding in der Mitte rauben, ohne den Ghoul töten zu müssen. So, läuft das jetzt eigentlich weiter? Nee, ne? Ich wollte nämlich auch noch machen. Trotzdem. Hier, gucken. Klinge haben wir jetzt 4. Ruhm 1045. 2000. Wollen jetzt theoretisch auch Gerissenheit 4 für diese eine Quest. Mal gucken, was für Quests wir überhaupt noch haben. Die Piraten sollen eine Waffe gegen. Achso, das ist ein bisschen. Kleidung eines Piraten. Lagos Klamotten. Ja, da fehlt halt noch diese blöde schwarze Perle. 1000 Goldstücke geben, wenn ich ihm seine Klamotten wiederbringe. Ich habe immer noch nicht raus, wie ich den Text da auf der rechten Seite scrollen kann. Muss doch irgendwie gehen. Mit dem rechten Stick geht es nämlich nicht. Ist doch kacke. Irgendwie ist das hier nicht richtig durchdacht. Handspiegel. Den Handspiegel soll ich in der Taverne von Theodor finden. Wenn die diese Schiefe noch gibt, müsste ich sie am Westrand Antiguas finden. Kleidung eines Piraten. Warum ist eigentlich hier werde Pirat? So. Verfolgung in der Nacht. Achso, das muss ich auch noch machen. Verschwindet nachts, ich soll ihm folgen. Buß wird mir zeigen, wenn es Zeit wird. Habe ich das noch gar nicht gemacht? Im Frachtraum steht eine Truhe, die kann ich nicht. Peters Schatzkarte. Peter ist losgezogen, um in einer Schlucht seinen Schatz zu vergraben. Wenn ich ihn suche, finde ich vielleicht heraus, wo der Schatz ist. Ja, warten wir jetzt mal, dass es voll ist. Aber dann ist auf jeden Fall das, mit dem Kreuz noch zu machen. Also auch nicht hier, meine ich. Mit dem Pet. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh hier, das jetzt zu machen. Aber egal, wenn ich schaffe, ist es ja wurscht. Gibt ja Ruhmpunkte. So. Da sind wir vollgeheilt. Speichern natürlich lieber, bevor wir wieder hier Ewigkeiten stehen und warten, dass er sich voll geheilt hat. Los, hau den scheiß Ghoul weg.
sah jetzt momentan gut aus. Ist die Frage, wie oft der Ghoul mich treffen lässt. Achso, ich muss mich befreien. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ist der Ghoul jetzt tot? Er ist halt keine Ruhm. Da gibt es die Ruhmpunkte. Kann ich wieder nicht looten. Idol. Quest, altes Grab geplündert. Gegenstand. Ich glaube, ich speichere lieber. Nicht, dass da ein Skelett oder sowas rauskommt. So, ein Schurkenring. Geistessenz. Wirkungsdauer 10 Sekunden. Schwarze Magie. Diese Essenz hilft dir, die Kraft von Voodoo zu spüren. War damals in vielen Städten der Erkennungszeichen der Diebe und Gauner. Schmutzige Tricks 5. Ja, nehmen wir alles. Ist doch klar. Irgendwas ist passiert. Wahrscheinlich habe ich gerade irgendwie eine Falle freigemacht jetzt hier. Jetzt gehe ich hier durch und werde getötet. Ah ja. Sieh mal einer an. Da ist noch ein Ghoul. War ja zu erwarten. Aber ich konnte mich retten. Okay. Ja, jetzt muss ich irgendwie zu einer Schlucht. Ist das hier? Kann ich das auf der Karte markieren? Ne, das da hinten. Ich glaube, da suche ich mir aber erstmal im Bett. Leg mich schlafen. Um ein bisschen Proviant zu sparen. Hier ist gar kein Bett. Wie schlafen denn die Wachen? Chill mal. Chill einfach mal, Mann. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Moin. Musste sie die ganze Nacht auf der Bank sitzen, ne? Armer Kerl. Armer Kerl. Na, dann gucken wir mal, dass wir den Schatz finden. Na, das war jetzt eigentlich nicht so mein Plan. Ich warne dich. Du bist nicht so blöd, wie du aussiehst. So, nach da ist nicht richtig. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ich meine, wir müssen in die Richtung. Boah, ich sehe gerade gar nicht, ob der hier tatsächlich aufnimmt. Oder ob das alles weg ist. Ich muss mal speichern, vorsichtshalber. Und gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Oh, nein. Das Bild, ich habe nämlich ein Standbild da. Das finde ich so gut. Puh, Glück gehabt. Ich hatte schon echt Angst, dass mir die Aufnahme weg ist. Aber ich habe irgendwie kein Live-Bild in der Anzeige. Was sehr merkwürdig ist.
Nee, aber... Ich sehe kein Live-Bild. Immer noch nicht. Ja, das hat gerade funktioniert, also gehen wir davon aus, das funktioniert jetzt auch wieder. Gehen wir hier hoch? Schauen wir einfach mal. Ist das hier diese Schlucht? Ja, scheint tatsächlich hier unten gemeint zu sein. Gucken wir da runter. Irgendwas liegt da. Weiß noch nicht, ob schon von mir gekillt oder... Kamera. Es ist auf jeden Fall tot. Weil da war gerade noch so ein Affe, der ist nicht tot. Welche Figuren? Aua! So. Hat sogar tatsächlich funktioniert gegen den Affen. Schön stillhalten. Die haben wir nichts zum Looten. Okay. So, dann müsste das jetzt hier irgendwo sein. Oh. Ich hab doch Dreieck gedrückt. Aber diese scheiß Fallen sieht man überhaupt gar nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Dann drückst du das Dreieck. Oh, interessiert gar nicht. Wofür denn? Ist doch viel witziger, wenn die einfach so tot umfallen. Weil umfallen ist er ja nicht mal, aber, ne? Ach, einfach nur Assi. Einfach nur Assi. Assi und unnötig, diese Fallen. Weil wenn man dann gar nicht entkommen kann, wenn man ein Dreieck drückt. Was soll das? Komm, jetzt mach jetzt mal hin hier. Muss ich die Affen ja auch nochmal killen? Hier war auch, glaube ich, irgendwo so eine Falle, ne? Finden die besonders witzig. Du siehst ja gar nichts. Da irgendwo ein Seil gespannt ist oder so. Wahrscheinlich sind das einfach nur irgendwelche random Punkte irgendwo im Boden, wo die sich dann einen drauf ablachen. Oh, hier ist was. Eben gar nicht gesehen. Ja, den hat's nicht interessiert. Ja, wahrscheinlich den anderen. So, den haben wir betäubt. Also geblendet. So. Speichern. Falls wir jetzt wieder diesen Stolperdraht nicht sehen. Oder was auch immer die Falle auslöst. Hier ist kein... nichts zu sehen. Nichts irgendwie, was anders aussieht und dann sagt, da könnte was sein. Nur, dass der Typ da tot auf dem Boden liegt.